der... Let's Plunder. Kapitel 4, der Hohe Rat der Bruderschaft. Und ich bin sehr gespannt darauf. Es geht los mit der Geschichte. Und mit ein bisschen Glück treffen wir heute Keith Richards. Also Captain Teague natürlich. Keith Richards war ja so das Vorbild, das Johnny Depp sich gesucht hat. Das ist ein verdammt begabter Steuermann. Ich sag doch, ein verdammt begabter Steuermann, dass er das Schiff so segeln kann. Nein, sie streiten sich nur. War ja das Vorbild für Johnny Depp, dass er sich gesucht hat, um seinen Captain Jack Sparrow danach so ein bisschen zu modellieren, eben als so einen piratigen Rockstar quasi, ne? Ah. So. Okay, ich glaube, das sollen jetzt die diversen Piratenkapitäne sein oder so. Von der Bruderschaft. Genau, da ist die Kapitänin sonst was. Okay, ich schätze mal, die müssen wir einsammeln. Spiele ich schon? Ich spiele schon. Ah, das war eine komische Umblendung. Aha, hier vorne war direkt mal so ein blaues Ding versteckt. Kann ich mich hier fressen lassen? Ja, geil. Immerhin, geht wieder. Finde ich gut. Ja, der lacht mich aus, der Arsch. Zip, zip, zip. Ja, genau, da oben werden sie jetzt abgebildet, die ich einsammeln muss. Guck mal, was ich kann. So. Ah, das ist fies hier. Das ist rutschig mit dem Wasserfall. Okay, hier sind sie netterweise auch nochmal aufgelistet. Ich fand in dem Film tatsächlich, ist immer noch eine Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Ist eine neue Aufnahmesession, aber ich habe trotzdem nicht mal die Gelegenheit genutzt, den Film zwischenzeitlich anzuschauen. Hier muss ich anscheinend rein, da ist Captain Orange Naturbahn wahrscheinlich. So, da bist du doch. Hier, dich muss ich einpacken. Komm mal mit. Ah, wahrscheinlich muss ich den seine Statue zu Ende bauen oder was. Ich habe den Film, wie gesagt, immer noch nicht gesehen. Aber ich erinnere mich noch halbwegs an die Szene. Und das war schon ganz, ganz schön cool, fand ich, mit den verschiedenen Piratenkapitänen, die so dargestellt waren. So. Das war einfach. Mann, war das einfach. Oh, guck mal an. Da geht's direkt weiter. Will ich da direkt hochfahren? Eigentlich will ich da direkt... Ich will eigentlich mal gucken, was da ist. Dreh mal an, Jack. Oh, um Gottes Willen. Oh, ich kann jetzt nicht mal runter, oder? Kann ich noch runter? Mist! Ah! Jetzt habe ich mich wieder nicht komplett unten umgeguckt. Wir sind hier übrigens, wenn ich mich erinnere, in Schiffbruch Bay. Ah, guck, hier müssen nämlich... Hier muss nämlich nachher die ganze Bruderschaft ihren Säbel einmal reinhalten. Hey, das ist eine Rutsche. Lustig. Da bin ich gespannt drauf. Auf Kuba und auf Martinique. Das kann ich anscheinend von hier nicht finden oder so. War das richtig? Weil das wurde so dünn nur angezeigt. Doch, wieder mal Spur gelegt. Ich habe gerade angefangen, irgendwas zu erzählen, ne? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Whee. Hey, ich lande doch nochmal unten, wie es aussieht. Ja, nice. Guck, die einzelnen Piraten sind schon ausgeschildert, wo in welche Richtung ich sie zu suchen habe. Schiffbruch Island, das war es nämlich, glaube ich. So, ich laufe jetzt erstmal ganz zurück, dass ich wieder eine Ahnung habe, wo ich grob bin. Bin ich doch ganz woanders gelandet, wo ich, als wie ich, wo ich gedacht habe. Also hier ist auf jeden Fall der war das ein Franzose? Ich glaube, das war ein Franzose. Schiffbruch Bay, genau. Auf der Schiffbruchinsel. Also die Stadt Schiffbruch in der Schiffbruchbucht quasi, also Schiffbruch Bay auf der Schiffbruchinsel. Finde ich schon lustig. Das ist gerade eine ziemlich große Karte. Ich will mich echt erst einmal umgucken, was hier alles ist. Nichtsdestotrotz muss ich hier einmal kurz gucken. Ah. Ich habe jetzt keinen Typen dabei, der was werfen kann. Doof. Aha, da sind wir wieder am Anfang. Okay. Orientierung und so. So, guck mal, was haben wir denn hier? Es ist Fridolin. Wir können nur noch gewinnen, Leute. Sprach er und wurde gleich auf jeden Fall von einem Hai gefressen. Gut, da ich jetzt weiß, wo ich da bin. Ach genau, das hatte ich doch gerade schon. Nee. So, schauen wir mal. Was hätte ich eben in der Videosequenz ein bisschen besser aufpassen müssen? Ach, okay. Da muss ich doch... Warte. Alles klar. ich dachte gerade, hätte ich da in der... Videosequenz ein bisschen besser aufpassen müssen. Hätte ich da Schlüsse draus ziehen können, was die einzelnen Piraten-Lords da von mir wollen. Plunk. So. Ich hätte das auch einfach hier so rausziehen können mit meiner Hand. Und dann... Bonjour, Monsieur Lacroix. Ah, er will sein Weinchen. Er will schön Weinchen, ja. Dann ist ja klar. So, ach, er schwimmt da immer noch rum. Aber er hat Fridolin noch. Sehr gut. Dann pass mal auf. Nein, du sollst... Nimm das Ding. Er kann Fridolin nicht werfen. Außer halt so, ne? Ahem. Na gut. Ja, Boss, lass das. Komm mit. Arbeiten wir mal die weiteren Piraten ab. So. Hier waren wir also. Da geht es wahrscheinlich einfach auch wieder da oben. Oben hoch. Na, so. Das bringt mir nichts. Ich habe keinen starken Charakter da. Am Tizzle. Die beiden Sachen pulsieren so. Ich habe immer noch nicht raus, warum die manchmal pulsieren und warum die manchmal
weniger Deckkraft haben und keine Ahnung. Ich habe auch noch nicht raus, warum ich ständig gegen Wände laufe. Was ist denn los hier? Okay, anscheinend sind das wirklich Sachen, die ich von hier aus momentan nicht erreichen kann. Gut. Was kann ich denn von hier aus erreichen? Das anscheinend. Schau mal. So, der Boss kriegt natürlich die goldene Maske. Dann fehlt nur noch Fridolin. Wir haben beide die Maske auf. Das heißt, wir sind jetzt offiziell berechtigt, die Fuffis durch den Club zu schmeißen. Ja? Oder einfach das zu tun. Ah. So, hier ist, wie hießen die noch? Gentleman, sonst was, der Korsar. Lady... Nicht Gentleman, sonst was, der Korsar. Ich glaube, das waren die Namen. Ich habe was gemacht. Ich sehe nicht, was hier passiert. Nein! Holst du dir Fridolin? So, Boss, Fridolin. So. Ah, natürlich passiert noch nichts, wenn das Zahnrad fehlt. Das ist ganz grundlegende Wissenschaft. Okay. So, jetzt braucht er Fackel. Schätze ich mal, nicht? Er will wahrscheinlich, dass wir ihm seine Schatzkiste da aufböllern. Oder vielleicht auch das... Dass das auch unbedingt eine andere Taste nochmal sein muss, ne? Das bringt uns nichts. Selber ziehen können wir auch nicht. Ja, okay. So, ah, er hat seine Mütze. Seinen Mützen hat er vergessen. Der Mützen übrigens, die richtige Bezeichnung. Ging durchs Rheinland, kam nach Kaub, sah da einen sitzen. Weinte der, frage ich warum, sagt er um meinen Mützen. Hat er gar keinen Mützen auf, fragte ich, wie das denn? Sagte er, gerade kam ein Pferd, sag mal, Mützen, fraß den. Sagte ich, hier nehme meinen Hut, sagt er, tut nichts nützen. Hilft mir doch kein Hut der Welt, hilft mir nur mein Mützen. Fragte ich, ob ich es glauben soll, schrie er, aber sicher, bist ja nur Napoleon, doch ich bin Marschall Blücher. Ich überlege gerade, von wem das Gedicht nochmal ist. Ich glaube, es war von Robert Gernhardt. Verflixt! Wie komme ich da oben rauf? Da bräuchte ich irgendwie Lisbeth oder sowas. Ah, oder ich kann da mit dem Löten kann ich da oben. Aber ich habe weder Lisbeth noch einen Löten. Okay. Diese Karte finde ich übrigens ziemlich cool. Die ist so ein bisschen labyrinthartig, aber extrem atmosphärisch. Obwohl es halt... Was heißt obwohl?
wobei es eine Lego-Karte ist, ist sie halt extrem atmosphärisch. Oh. Das wollte ich noch gar nicht. Wollte eigentlich da unten runter. Hier soll ja auch noch die Lady sonst was sein. Nein! Du sollst da nicht... Ich will da runterhüpfen. So, guck, da ist nämlich auch schon die Lady sonst so was ausgeschildert quasi. Hallo! So. Hier, das ist nämlich das Schild. Aber die Lady sonst so was selber ist nicht da.